einer Partei, wo Sie selbst sagen, ich gehe zwar als Spitzenkandidat ins Rennen, aber das Spielfeld im Parlament will ich gar nicht betreten. Sie haben einen neuen Mitstreiter an Ihrer Seite, der mit Ihnen gemeinsam der Sprengmeister in Knittelfeld war, nämlich Herr Stadler, der auch auf YouTube interessante Meinungen über Sie artikuliert, nämlich der Herr Stadler sagt da über Sie, und das können alle Österreicher auch auf YouTube, Suchbegriff Stadler, auch überprüfen, ich zitiere Stadler, er sagt über Sie und das BZÖ, dass widerliche Vertreter der Freimaurerei bei den Orangen sind, und weiter, Haider glaubte, das war ein Jux, er hat sich das Schürzel angezogen und wieder drauf gepfiffen. So wie er den Trachtenjanker angezogen hat, wenn er auf der Welser Agrarmesse war und dann mit dem narischen Quandl in die Zeitgeistdisco zu den Warmen Brüdern gegangen ist. Zitat Ende. Das sagt also, Herr Stadler. Und ich sage schon, da kann sich schon jeder auch ein Bild machen, wie es da mit Selbstachtung aussieht. Und ich sage ganz offen, es waren inhaltliche Gründe, die uns massiv damals auch gedrängt haben. Sie waren für den Türkei-Beitritt zur Europäischen Union. Sie haben damals im Parlament dafür Sorge getragen, dass beim ersten Mal der EU-Verfassungsvertrag von Ihren Abgeordneten unterstützt wurde. Sie haben jetzt 7-mal mit Ihren Abgeordneten im Parlament gegen die Volksabstimmung gestimmt, die Sie beantragt haben. Wir reden über all diese einzelnen Punkte, aber es ist wichtig, das herauszustellen. Wir reden auch über all diese einzelnen Punkte, diese Frotzelei, wir reden über die EU, wir reden über die Teuerungsrate. Lassen Sie mich einen sofort. Satz noch zu Ende. Aber Sie haben da ja schwere Vorwürfe. Einen Satz bitte noch. Der Herr Haider hat ja schon zweimal die Chance gehabt. Er hat ja schon zweimal die Chance gehabt, in einer Regierung es besser zu machen und seine Versprechungen auch umzusetzen. Und ich sage, jedes gebrochene Versprechen ist letztlich auch ein gesprochenes Verbrechen. Und das haben Sie genauso zu verantworten wie heute rote und schwarze Regierungspolitiker, wo Sie die Menschen zurechtgefrunzelt fühlen. Und ich sage, was Ihr Wort wert ist, kann man ja bitte schon an einem Haider-Tafel, okay, und ich habe extra ein Original-Haider-Tafel mitgenommen heute, damit Sie sehen, das ist ein Original-Haider-Tafel von Ihnen, wo Sie damals gesagt haben, für Österreich geschafft, Jörg Haider stoppt die Abfangjäger. Punkt. Nichts haben Sie gestoppt. Punkt. Herr Haider. Ja. Also wir sind jetzt genau bei der Schlammschlacht, die wir ja in Wirklichkeit nicht führen wollten, denn im Grunde genommen, sage ich, wenn wir uns mit Zitaten zumauern wollen, was der Herr Stadler gesagt hat und was Sie gesagt haben, dann kann ich sagen, Sie haben halt die Jubelmeldungen gemacht, nicht? Da ist also die Wahl Jörg Haiders zum Landeshauptmann ist eine Sternstunde für die österreichische Jugend und für die Demokratie, haben Sie gesagt. Und das Wichtigste ist, dass er wieder zurückkehrt, und Sie haben sich nichts sehnlicher gewünscht, als dass Haider zurückkehrt und alles diese Geschichten. Nehmen wir uns einmal zur Kenntnis, dass Sie seit meinem Weggang, ob es Ihnen jetzt passt oder nicht, bis zur Stunde in der FPÖ nicht eine einzige neue Idee entwickelt haben. Und das ist Ihr Problem. Das heißt, Sie haben sozusagen eine Deckelung des Denkens in der FPÖ verordnet, weil da kommt nichts mehr. Und ich mache mit meinen Freunden im BZÖ neue Initiativen, über die wir jetzt reden sollten. Zum Beispiel über die Frage, was die Österreicher wirklich interessiert. Was machen wir gegen die Teuerung? Da bin ich. Da können Sie reden über Regierungsmaschinen. Ich habe als einziger bisher in Österreich ein Programm gegen die Teuerung durchgezogen. Sie sind mit halbjähriger Verspätung draufgekommen, haben dann den Herrn Kickl losgeschickt, nachdem ich bereits den Teuerungsausgleich eingeführt habe, den Gratiskindergarten eingeführt habe, nachdem wir die Billigtankstellen gemacht haben, nachdem wir die Wohnbeihilfen erhöht haben und. Sind Sie gekommen und haben gesagt, das ist ein PR-Gag. Wissen Sie, was das heißt, ein PR-Gag? Dass Leute, die 200 Euro als Teuerungsausgleich kriegen, kleine Einkommensempfänger, oder Familien, die 300 Euro kriegen, oder Familien, die eine erhöhte Wohnbeihilfe kriegen, 170 Euro pro Monat mehr. Das ist also etwas, was funktioniert. Oder die Billigtankstellen. Gehen wir es an. Lassen Sie mir das mal sagen. Die sind so erfolgreich, dass wir den billigsten Treibstoff in Kärnten von ganz Österreich anbieten können heute. Und jetzt hat uns die Wirtschaftskammer sogar geklagt dafür. Und jetzt will auf einmal der Herr Molterer auch das österreichweit einführen. Und was ist Ihr Beitrag dazu? Ihr Beitrag war es, den Teuerungsausgleich lächerlich zu machen und zu sagen, das ist ein PR-Gag, ich habe das ja mit, ein PR-Gag, nichts anderes. Und da sieht man also, worum es geht. Es geht darum, die einen lösen die Probleme, Sie diskutieren zwar gerne über Probleme, aber Sie haben bis zur Stunde noch keine Lösung. Diskutieren wir es. Wir haben uns natürlich viele Sachthemen angeschaut und haben uns auch angeschaut, wie denn da die Rezepte und die Konzepte sind, und meine Damen und Herren, Sie zu Hause mögen darüber urteilen, wer da von wem kopiert hat. Tatsache ist Folgendes, zum Thema Teuerung und Inflation findet sich ja praktisch bei allen Parteien der eine oder andere Vorschlag als Gegenmittel, und hier findet sich bei diesen Parteien FPÖ, Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, Medikamente, Benzin, Heizöl und Strom, BZÖ, Halbierung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, Mieten und Medikamente, FPÖ,
amtlicher Preisstopp für Benzin und Diesel, BZÖ, amtliche Preisregelung für Treibstoff und Heizöl, FPÖ, Senkung der Mineralölsteuer, BZÖ, Senkung der Mineralölsteuer. Also ich kann nicht beurteilen, wer von wem abgeschrieben hat das oder ob man einfach nur auf diese Idee einfach kommt. Aber was mich interessieren würde, Herr Strache, haben Sie können Sie uns irgendwie erklären, wie denn das funktionieren soll? Ich meine, haben Sie mit der OPEC zum Beispiel schon mal über die amtliche Preisregelung gesprochen oder mit den Ölscheichs in den arabischen Ländern, dass der Treibstoff in Österreich nicht mehr als 1 Euro zu kosten hat? Oder wie wollen Sie das machen? Nein, das nicht. Aber wir erleben, dass wir eine rot-schwarze Bundesregierung bis dato vorhanden haben, die die Probleme und die Interessen der Österreicher in keiner Weise ernst genommen hat. Ja, aber sagen Sie uns, wie Sie es machen wollen. Mit denen können Sie dann gerne. Sag Sie dann gerne. Inflation, Teuerungswelle, hat man alles negiert, ja, und hat die höchste Steuerbelastung halt. Und ich sage ganz offen, ich war der erste Politiker und ich kann ja das dann auch nachweisen. Ich habe ja hier die Daten, wer da wen kopiert, wann die Freiheitliche Partei welche Forderungen im Parlament eingebracht hat und wann das BZÖ dann nämlich meistens eine Woche, 2 Wochen später die gleiche Forderung erhoben hat. Da kann ich ja dann gerne dieses Faktum auch mit auf den Weg geben. Aber der Punkt ist genau der. Wir haben gesagt, wir sehen nicht ein, dass die Mineralölsteuer so hoch ist. Wir sehen nicht ein, dass es eine Mehrwertsteuer auf Benzin in der Höhe gibt. Wir sehen nicht ein, dass der Finanzminister noch auf dem Leid von Kranken bei Medikamenten Mehrwertsteuer mitkassiert. Da sollte man doch bitte die Mehrwertsteuer abschaffen. Wir wollen bei Grundnahrungsmitteln auch die Mehrwertsteuer halbiert wissen. Da war ich jemand, der den ersten Antrag im Parlament zu dieser Thematik eingebracht hat und dann mir auch der Experte Felderer in der Zeit im Bild 2 Recht gegeben hat. Und plötzlich sind alle anderen Parteien draufgesprungen und haben das Gleiche gefordert. Und das wäre eine Sofortmaßnahme, die man sofort auch im Geldbörsel spürt. Aber das kann bitte nicht die alleinige Maßnahme sein. Und na, wenn der Herr Heider... Bleiben wir mal kurz bei der. Und ich frage jetzt, gibt es da irgendwelche Unterschiede zu Ihrem Konzept oder gleicht sich das eh eigentlich wie einer dem anderen? Erstens einmal, ich glaube, das Entscheidende ist immer, dass Sie ja unvollständig jetzt zitiert haben. Das heißt, unser Paket ist ein umfangreicheres, ein größeres und es ist ein Paket, das dort, wo das BZÖ etwas zu reden hat, wie in Kärnten, auch realisiert worden ist. Das heißt, hier reden wir ja von Absichtserklärungen, während wir hier in Kärnten beispielsweise, dort, wo wir die Verantwortung tragen, das auch wirklich umgesetzt haben. Denn wenn ich heute mir als Familie mit einem Kind 870 Euro im Jahr erspare, weil ich keinen Kindergarten mal bezahlen muss, wenn ich mir bei jedem Tanken 5 bis 7 Euro erspare und damit die Kärnten in der Zwischenzeit sich 4 Millionen Euro erspart haben, wenn ich mir den Teuerungsausgleich hernehme und, dann haben Sie hier Leistungen, die schon stattgefunden haben. Und diese Preisregelungsgeschichte, die ist deshalb entstanden auch bei uns, weil ich dem Minister Battenstein den Vorschlag gemacht habe, nach § 6 des Preisgesetzes eine Höchstpreisregelung einzuziehen. Und zwar eine Höchstpreisregelung, es hat eine Konfrontation im Fernsehen zu diesem Thema zwischen ihm und mir gegeben, nachdem ich das gefordert habe und er gesagt hat, das geht nicht. Diese Höchstpreisregelung geht aber. Denn in Wirklichkeit wissen wir, dass in Slowenien, in unserem Nachbarland Slowenien, eine Höchstpreisregelung gemacht ist und in Luxemburg eine. Das heißt, beides EU-Länder. Ist aber eine Höchstpreisregelung, die sich immer bezieht auf den Durchschnittspreis in der EU und darauf, wie viel prozentuell der eine Höchstpreisregelung, die der Minister nach einer Untersuchung des Preisgefüges verordnen kann. Mhm. Und wenn er es nicht für ganz Österreich machen will, dann könnte er es für die einzelnen Bundesländer machen. Das heißt, er könnte die Landeshauptleute ermächtigen. Wenn er sich nicht traut, für Österreich zu machen, ich würde es für Kärnten machen. Aber jetzt ist ja interessant an dieser Geschichte, ist ja Folgendes. Von all diesen Maßnahmen, die wir gerade diskutiert haben, würde ja jeder profitieren. Egal, ob es jetzt ein Mindestrentner oder ein Millionär ist. Und jetzt gehören Sie beide zu Parteien, die früher, als Sie noch zusammen waren, immer sehr darauf gepocht haben, man möge doch die Treffsicherheit von staatlichen Leistungen irgendwie erhöhen. Beim Teuerungsausgleich hast du ja eine Einkommensgrenze, beim Kindergarten hast du eine Einkommensgrenze, bei den Wohnbeihilfen hast du eine Einkommensgrenze. Bei der Tankstelle muss da jemand den Gehaltszettel herzeigen, bevor er tanken darf? Bei der Tankstelle mache ich ganz einen anderen Vorschlag. Bei der Tankstelle sage ich, wir machen eine Tankkarte für alle Österreicher, die einen Hauptwohnsitz in Österreich haben. Wurscht, ob Millionär oder Mindestrentner. Das würde bedeuten, dass jeder, der dort bei der Tankstelle dann in den Computer geht, die Steuer reduziert bekommt. Das heißt, man könnte zumindest sagen, die Erhöhung der Mineralölsteuer, die im vergangenen Jahr meines Erachtens völlig zu Unrecht passiert ist, könnte man auf diese Weise den Österreichern, die hier zu Hause sind, einen Hauptwohnsitz haben und die eine solche Karte bekommen, rückerstatten. Und dann ist das Argument gegen den Tanktourismus auch gut, aber bekommt die